Danke. Corona-Infektion überstanden? Also ich habe sie gut überstanden. Ich hatte einfach Glück. Ich habe einen ganz leichten Schnupfen gehabt, schon vor dem Test. Das war offenbar dann Omikron. Und nach dem Test kam gar nichts mehr, sodass ich mich dann wirklich nach 7 Tagen auch freitesten konnte. Und Sie haben es zufällig sozusagen mitgekriegt? Ich habe es zufällig mitbekommen. Also das zeigt mir allerdings auch, dass ich annehme, dass viel, viel mehr Menschen jetzt die Infektion haben, die sie gar nicht kennen. Weil ich hatte an demselben Tag einen Schnelltest, der war negativ. Und der PCR-Test war eben positiv. Und die Frau in dem Testzentrum hat mir auch gesagt, sie haben das jetzt ganz oft. Das heißt, diejenigen, die gar keinen PCR mehr bekommen, da wird es ganz viele geben, die gar nicht erfahren, dass sie infiziert sind, die das vielleicht auch nicht merken, aber die dann doch eben diese Infektion auch durchgemacht haben. Das führt uns wieder zu den Zahlen, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Werden Sie sich jetzt noch impfen lassen? Sie hatten ja damals angekündigt, weiß ich noch, in der Sendung haben wir darüber gesprochen, Sie sagten, ich warte auf den Totimpfstoff. Der ist ja mittlerweile auch da. Ich frage, werden Sie sich jetzt impfen lassen oder warten Sie jetzt auf den Genesenenstatus? Und wann tritt der ein? Erstmal bin ich ja jetzt genesen, also dann sollte man sich auch nicht direkt impfen lassen. Und der tritt halt ganz merkwürdig ein. Also wir wohnen ja in der Nähe zu Frankreich und ich habe ja so ein digitales Zertifikat, das habe ich mal in den französischen Covid-Pass eingelesen. Da bin ich ab morgen genesen. Also ab morgen hätte ich in Frankreich alle Freiheiten, könnte überall rein. Okay. In Deutschland muss ich noch 2,5 Wochen warten, ehe ich genesen bin. Also das ist auch alles irgendwie nicht sehr logisch. Und erst dann darf ich hier... Also dafür sind Sie dann hier nur 3 Monate genesen? Ja, das kommt auch noch. Nee, nur 2. Also da ja 1 Monat schon abgelaufen ist, bleiben dann nur 2. Ja, und ich glaube, niemand versteht diese Regeln mehr. Und ich meine, das ist ja eine ernste Sache, weil hier geht es ja wirklich in Frankreich gravierender... 6. Ich glaube, es sind inzwischen nur noch 4, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber sie haben das auch irgendwie verändert. Okay. Aber in den meisten Ländern sind es 6, in der Schweiz sind es sogar 9. Also ich meine, man muss doch einfach das Medizinische sehen. Und ich meine, ich bin kein Mediziner, aber alles, was ich gelesen habe, läuft darauf hinaus. Zum Beispiel gab es vor kurzem noch einmal eine Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Mhm. Und die hat ganz klar gesagt, Genesene sind offensichtlich länger, und nachhaltiger geschützt als Geimpfte. Also der Schutz gegen schwere Verläufe, nicht gegen Infektionen, da gibt es zurzeit sowieso keinen richtigen Schutz. Aber der Schutz gegen schwere Verläufe ist tatsächlich sehr langanhaltend, wenn man genesen ist und wenn es natürlich nicht völlig neue Mutanten gibt. Und deswegen ist das einfach nicht logisch, was sie da machen. Reden wir gleich drüber, über diese vielen Widersprüche.